Hallo Leute, hier ist die Inka und ich hoffe, ihr seid startklar. Euch geht's gut. Die, die bisher immer dabei waren, hoffe, euch geht's auch gut, habt keine Probleme. Ansonsten würde ich sagen, legen wir los, gibt neue Übungen und ich freue mich, bin fit. Heute fühle ich mich gut und ja, let's get move, oder? Wir starten wieder mit einem Aufwärmen, immer wieder wichtig, muss ich nicht betonen. Also, auf geht's, wir gehen. Immer wieder gehen, finde ich auch angenehmer als laufen, manchmal zumindest. Okay, wir gehen aber jetzt in 5, 4, 3, 2, 1, ins Laufen rüber, langsam locken. Auf geht's, komm, langsam locker laufen, Arme ruhig mal hängen lassen, die auch ein bisschen mit lockern, werden heute wieder gut beansprucht. Okay, und wir ziehen immer nur zwischendurch mal das linke und nochmal zwischendurch das rechte Knie hoch. Nicht so hoch, einfach nur ein bisschen, dass man das ein bisschen noch mehr aktiviert. Okay, jede Seite noch zweimal ab jetzt. Eins, eins, zwei, zwei. Okay, das gleiche Spiel. Ich gehe zur Seite an Fersen. Ein bisschen nur, immer mal den Fuß anheben. Jede Seite ab jetzt für sich viermal. Eins, eins, zwei, zwei, drei, drei, vier, vier. Okay, locker gehen, alles ausschütteln. Okay, und wir gehen jetzt aus dem Stand heraus, machen einen Schritt nach vorne und zurück. Schritt nach vorne und zurück. Nicht so große Schritte, einfach nur einen kleinen Schritt nach vorne und zurück, okay? Jede Seite dreimal, auf geht's. Eins, zwei und drei. Okay, super. Nochmal kurz ausschütteln. Nochmal die Arme. Machen das jetzt aber jetzt einfach und nehmen nur den rechten Arm, versuchen zu kreisen. Nach vorne, auf geht's. Okay, sehr gut. Gleiches Spiel, rückwärts. Okay, und wir wechseln. Linke Seite oder rechts, wie auch immer, womit ihr angefangen habt. Okay, und rückwärts. Gut. Okay, lass uns starten. Ich bin heiß, ich hoffe, ihr auch. Wir gehen die erste Runde, nehmen direkt die Liegestütze. 20 Sekunden, ich zeige euch kurz die Übungen und dann lass mal loslegen. Erste Übung, ganz einfache Geschichte. Ich bleibe in der Position, in der Liegestützposition. Das reicht. 20 Sekunden halten, mehr nicht. Ich glaube, für den Anfang ist das gut. Versucht vielleicht nicht unbedingt so in die Position, sondern vielleicht ein bisschen runter, mehr aber auch nicht, okay? Das ist die erste Übung. Die zweite Übung machen wir heute wieder Planks, aber eine andere Variante, nämlich eher für die Seite. Und zwar zeige ich euch, wie sie aussehen sollte und welche Optionen es gibt. Entweder ich versuche, diese Übung zu halten, 20 Sekunden Oberkörper hoch. Wenn das nicht funktioniert, das zu anstrengend ist, kann ich mit meinen Füßen runtergehen, dass ich nur ein bisschen hier abhebe. Dann habe ich aber hier auch schon eine seitliche Spannung und auf die Schultern, die einfach wichtig sind, ebenfalls. Wenn die Übung gar nicht geht, lass sie weg. Okay? Das sind die beiden Übungen. Liegestütze, nur halten in der Position und diese Planks. Ready? Also, macht euch fertig. Wir gehen in die Liegestützposition. Die Zeit läuft in 3, 2, 1, auf geht's. Einfach nur halten. Das einfach nur ist immer leicht gesagt, ich weiß. Aber auf geht's, komm. Hälfte haben wir schon. Mein Gott, durchs Quatschen vergeht die Zeit. Ich sag's euch in 5, 4, 3, 2, 1. Oh, sehr gut. Pause, Arme lockern, erholen. Gehen dann in die seitliche Position. Hälfte haben wir. Vielleicht schon mal langsam in die Position gehen. Wie gesagt, probiert's, ansonsten geht runter. 3, 2, 1. Auf geht's, komm doch. Jawohl. Auch super für die ganze Seite und für die Schulter, auch wichtig. Hälfte haben wir und komm, versucht nochmal. Versucht zu beißen. Nur noch 5 Sekunden. 4, 3, 2,
Eins, Pause, super. Ah. Da merke ich, dass ich auch manchmal ein bisschen Pudding in den Schultern habe. Doch. Also tut's gut, dass wir die Übung zusammen machen. Fertig machen, Liegestütz nochmal. Fünf, vier, drei, zwei, eins, auf geht's. Halten, versucht ein bisschen den Popo runterzunehmen. Bei den Jungs würde ich sagen, Kiste runter. Auf geht's. Hälfte haben wir, 10 Sekunden noch. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Pause. Und dann nochmal die seitlichen Stützen. Jetzt die andere Seite, also wechsle ich die Seite, sonst würdet ihr noch meinen Popo sehen, das wollt ihr nicht. Also, macht euch fertig. Letzte Übung. 4, 3, 2, 1, auf geht's und kommt hoch. Versucht das zu halten. 10 Sekunden noch, ich gehe runter, habe aber immer noch die Belastung auf meiner Schulter. Kommt, 5, 4, 3, 2, 1, super. 2 Minuten Pause, erholt euch. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen erholt. Wir gehen wieder runter, wir gehen jetzt wieder in den hinteren Bereich, aber bauen ein die Waden. Tun ja auch immer gut, dass sie ein bisschen was drauf bekommen. Und ja, ich zeige euch die Übung und dann legen wir direkt los. Auf geht's. So, hintere Oberschenkel. Die, die schon mal mitgemacht haben, die kennen die Übung, ist die Brücke, weil die einfach super effektiv dafür ist. Und zwar folgendermaßen, Füße bleiben auf dem Boden. Die Hände bleiben auch auf dem Boden und wir gehen immer wieder hoch und drücken zum Schluss nochmal ein bisschen hoch und wieder runter. Okay, das ist die erste Übung. Die zweite Übung arbeiten wir eigentlich für die Wade. Und zwar vor dem Laufen. Wir gehen wieder hoch, ihr müsst euch ganz hoch und ihr seht das so ein bisschen spielen, auch für den Rücken, für die Gelenke. Und jetzt hoch auf den Füßen und ihr seht nur den Füßen. Das heißt, ich versuche, auf die Zehenspitze zu gehen. Okay? Gut. Das war's. Wir gehen los für die komplette Rückseite. Die Zeit läuft in 3, 2, 1. Auf geht's. Erste Runde, die Brücke. Immer wieder hochkommen und runter. Ihr entscheidet euer Tempo, ob es ein bisschen zügiger heute geht, weil ihr euch gut fühlt oder ob es ein bisschen gemütlicher ist. Hauptsache, ihr macht eure Zeit. 4, 3, 2, 1, Pause. 20 Sekunden. Hier sehen wir uns heute. Oder hier werden. Das ist besser gefühlt. Ich habe schon wieder aufgestellt. Okay. Wir haben uns heute wieder in der Lage zu bewegen. 5, 3, 2, 1. Auf geht's. Kommen wir hoch. Und jetzt immer wieder auf die Zehenspitzen gehen und wieder runter. Wie viele ihr schafft oder macht oder euch gut fühlt, dass ihr keine Hilfe bekommt, entscheidet ihr. Hälfte haben wir. Jawohl, super. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, Pause. Sehr gut, super. Hier ist auch ein richtig gute Zeit. Und hier ist nicht das Allerwichtigste, aber das Schönste. Okay, hier ist der Himmel. Und wir werden die Brücke jetzt gleich wieder runter. 4, 3, 2, 1. Auf geht's, Leute. Immer wieder schön hochdrücken und runter. Nehmt euch als Ziel vielleicht immer mal zu zählen, wie viele man schafft, um dann im zweiten Durchgang sich selbst zu motivieren und vielleicht noch einen mehr zu schaffen. So mache ich das immer. 4, 3, 2, 1. Super. Pause. Sehr gut. Letzter Durchgang für die Wade. Dann haben wir den zweiten Block schon wieder hinter uns. 10 Sekunden noch. Okay, Leute. Vorbereitung. 5, 3, 2, 1. Auf geht's. Hochkommen und nur auf die Zehenspitzen gehen. Ja, hier ist natürlich Drücke oder Füße. Ich meine Waden natürlich. Also das kann man vielleicht beim nächsten Mal wiederholen. Super. 5, 4,
Super. Pause, erholt euch, trinkt was, bis gleich. Super. Dritter Block. Hoffe, ihr habt ein bisschen euch erholen können, was getrunken. Ihr seid Startler für die nächste Runde. Wir gehen hoch. Wir waren jetzt eigentlich immer im unteren Extremitätenbereich. Jetzt wandern wir langsam hoch. Und zwar gehen wir jetzt wieder in den Rücken. Ich zeige euch die Übungen und dann legen wir los. Wir legen uns wieder auf den Bauch. Und zwar machen wir jetzt folgendermaßen. Arme und Beine wieder gestreckt lassen. Und jetzt schaut mal auf meinen linken Arm und mein rechtes Bein. Und zwar gehen wir einfach nur diagonal hoch. Einfach nur ein bisschen abheben, muss nicht so hoch sein, sondern einfach nur immer wieder rechter Arm, nee, Entschuldigung, linker Arm, rechtes Bein absetzen, rechter Arm, linkes Bein absetzen. Wichtig ist, dass ihr den Kopf nicht nach oben habt, sondern guckt euch schön euren dreckigen Boden an. Ich sehe nämlich meinen schon wieder schön, der ist dreckig, obwohl ich jedes Mal sauge, aber es ist so. Und dann arbeiten wir. Okay, das ist die erste Übung. Die zweite Übung ist im Vierfüßlerstand, die Hundestellung, auch das gleiche Spiel. Wir versuchen jetzt wieder den linken Arm nach vorne absetzen. Linkes Bein nach hinten absetzen. Rechten Arm nach vorne absetzen. Rechtes Bein nach hinten absetzen. Das ist die zweite Übung. Fertig für heute. Easy, oder? Lass uns anfangen. Gehen auf den Bauch, strecken und recken uns in 3, 2, 1, auf geht's, Leute. Immer wieder diagonal. Linker Arm, rechtes Bein absetzen. Rechter Arm, linkes Bein absetzen. Sehr gut. Findet ein Tempo, findet irgendwie euer Gefühl. Hälfte haben wir schon. 4, 3, 2, 1, super. Pause. Sehr gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt ein bisschen Bock. Ich hoffe, ihr schwitzt aber auch ein bisschen. Und nicht nur ich alleine. Und jetzt gehen wir in den Vierfüßlerstand. Macht euch fertig. In 4, 3, 2, 1. Auf geht's. Linker Arm nach vorne absetzen. Linkes Bein nach hinten absetzen. Rechtes Superwoman nach vorne. Rechtes Bein nach hinten. Genau, Hälfte haben wir. Super. Immer wieder Rhythmus finden. Jawohl. 4, 3, 2, 1. Pause. Sehr gut. Geht's euch gut? Zwei Übungen noch. Jawohl. Okay, gehen wieder in die Position, legen uns schön auf den Bauch. 3, 2, 1. Eins, auf geht's. Immer diagonal zusammen hoch, kurz halten oben und wieder absetzen. Jawohl, super. Hälfte haben wir. Sehr gut. Jawohl, kommt Leute. 4, 3, 2, 1. Pause, super. Ein bisschen erholen. Und dann nochmal Vierfüßlerstand. Da jetzt vielleicht ein bisschen schneller. Dies ist einfach die Übung, die kriegen wir hin. Okay. 4, 3, 2, 1. Superwoman, links nach vorne, linkes Bein nach hinten. Rechter Arm nach vorne, rechtes Bein nach hinten. Jawohl, sehr gut. Findet euren Rhythmus. Super. Wichtig ist, stabil bleiben. Okay. 3, 2, 1, Pause, erholt euch, sehr gut. Okay, Leute, letzter Block. Wir haben Rücken gemacht, Gegenspieler ist der Bauch, also bearbeiten wir unseren Bauch auch. Okay, ich zeige euch die Übung. Und zwar folgendermaßen, einfache Geschichte. Wir legen uns wieder auf den Rücken und heben die Beine an. Jetzt ist es aber so, dass wir nur mit einem Bein arbeiten. Und zwar folgendermaßen. Wir nehmen das linke Bein. Das bleibt. Wir nehmen jetzt linke Hand, rechte Hand und versuchen, wenn wir ein bisschen mit dem Körper hochkommen, nicht viel. Es ist einfach nur eher immer wichtig, dass die Schultern vom Boden sind.
und versuchen jetzt auch wieder selbstständig und jeder für sich alleine so fest wie möglich gegen das Bein zu drücken. Glaubt mir, Leute, ihr merkt die komplette linke Seite und die ist echt anstrengend. Das Bein hält natürlich dagegen und dann sieht das so aus, dass ich versuche, so fest wie möglich zu drücken und zu halten. 20 Sekunden, die tun weh. Ihr denkt dran, letzter Block, roter Block, da schwitzen wir nochmal. Das ist die erste Übung. Die zweite Übung, die nenne ich Käfer. Und die sieht total Panne aus, aber die ist wirklich mega effektiv. Und die ist echt anstrengend. Wir heben jetzt einfach nur ab, Beine und Arme. Ganz einfach. Wenn ihr natürlich ein bisschen mehr euch fordern wollt, ich gebe euch einen Tipp, macht die letzten 3 Sekunden. Versucht dann mal, die Beine ein bisschen zu strecken. Nur die letzten 3 Sekunden. Und glaub mir, beim Vormachen brennt er schon. Also der Block ist knackig, aber der ist für uns, okay? Wir starten mit der ersten Übung, 20 Sekunden, gegens Bein drücken. Lasst uns gemeinsam starten. Wir drücken alle gegen das linke Bein, okay? In 3, 2, 1, auf geht's. So fest ihr könnt, fordert euch selber. Kommt. 5, 4, 3, 2, 1, Pause. Super, die ist gemein, ne? Die ist richtig gemein. Aber die ist super. Ihr macht das prima. 10 Sekunden noch und dann geht's in den Käfer. Gut, dass wir zu Hause sind. Das ist keine Idee. 3, 2, 1. Kommt, Leute. Lass uns ein bisschen komisch aussehen, aber die ist super. Ihr könnt euch selber fordern, indem ihr die Beine ein bisschen streckt, aber für den Anfang reicht das. 10 Sekunden noch. Leute, die können. 3, 2, 1, super. Fantastisch. Die ist nicht schön, die Übung. Scheißegal. Und wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Überhaupt nicht schlimm. Okay, wir drücken gegen das rechte Knie. 5, 3, 2, 1. Auf geht's, Leute. Komm. Fordert euch selber. Versucht so fest es geht. Super. Dann noch ein bisschen mehr. Hälfte haben wir. 10 Sekunden noch. Kommt, Leute. Das brennt. Kommt schon. Letzter Block. 3, 2, 1. Super. Pause. Letzte Übung. Letzte Übung. Alles reinknallen, okay? Fordert euch selber. Seid stolz auf euch. Ich bin's. Aber ich freue mich dann jetzt auch gleich. 3, 2, 1. Und komm, lass den Käfer fliegen. Das sieht echt komisch aus, ne? Aber die ist gut. 10 Sekunden mehr, Leute. Komm, 10 Sekunden. Versucht einfach nur zu halten. Oder ein bisschen runtergehen in 3, 2, 1. Super. Pause. Das war klasse. Habt einen schönen Tag, schönen Abend. Wir sehen uns.